Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute ist Freitag, ein Tag vor Heiligabend. Natürlich gibt es auch nochmal News, auch wenn sie ein bisschen kürzer heute sind. Viel Spaß! Ja, Freitag ist Newszeit. Heute ein paar Minuten später als sonst, aber aufschlafen wollte ich halt auch nochmal. Gestern Abend habe ich es nicht mehr geschafft. Ja, es ist ein bisschen ruhiger geworden, logischerweise so kurz vor Weihnachten, aber ein paar Sachen sind dann doch an Infos noch zusammengekommen und die gibt es jetzt wie immer in eigener Sache. Am Dienstag gab es eine Kolumne rund um das Spielen zu Weihnachten. Ihr habt auch noch Möglichkeiten hier was zu gewinnen, also einfach noch bis Sonntag teilnehmen. Und natürlich geht auch der Adventskalender noch weiter, also mindestens noch bis zum 25. Ich habe noch zwei Sachen reinbekommen, mal gucken. Ich werde wahrscheinlich eher nochmal ein Silvester-Spezial dort machen und da nochmal Spiele verlosen. Also bis zum 25. gibt es auf jeden Fall den Adventskalender. Und heute, wenn ihr also heute guckt, auf Facebook das Kläppchen, morgen dann nochmal hier auf YouTube und am 25. dann auf der Homepage. Ich wünsche euch nochmal weiterhin viel Glück, viel Erfolg bei der Teilnahme und auslosen werde ich das Ganze am 26. und dann die Gewinner, Gewinnerinnen online stellen auf dem Blog der Brettspielbox. Aus der Branche. Asmodee hat eine Partnerschaft mit Gigamic verkündet und wird dort zukünftig Brettspiele eben halt anbieten hier in Deutschland. Unter anderem ist da auch das Hanabi-Spiel dabei, was bisher bei Abacus vertrieben worden ist. Und in dem Zuge wird Abacus zukünftig auch stärker mit Asmodee zusammenarbeiten und verschiedene Titel aus dem Hause Abacus via Asmodee dann in den Vertrieb bringen. Interessante Entwicklung dort. Ja, bin mal gespannt, wie sich das dann da weiter so geben wird. Beim Nürnberger Spielkartenverlag gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung. Franz Jurte, der den NSV ja seit 2000 geleitet hat, verabschiedet sich aus der Geschäftsführung und neu wird dort Tobias Husch, der bisher für die Finanzen zuständig war. Dann nochmal Asmodee. Asmodee hat für Zombicide ein sogenanntes Konvertierungsset angekündigt, wo eben halt es möglich ist, eben halt Zombicide auf das Level der Second Edition zu heben. Mehr davon demnächst auch bei Asmodee auf der Homepage. Und die Legenden von Andor, wie sehr häufig, nett zu Weihnachten gibt es dort Bonusmaterial in Form einer Bonuslegende. Diesmal der Bann von Coronat ist dort online gestellt. Packe ich mit in die Shownotes, könnt ihr euch dann runterladen, wenn ihr Andor-Fans seid. Ja, und auch auf Boardgame Arena pünktlich zum Weihnachtsfest gibt es zwei neue Spiele, die man ausprobieren kann. Zum einen ist Caverna jetzt aus dem Beta-Status gehoben worden. Sieht auch sehr cool aus in der Umsetzung. Allerdings auch recht voluminös, wie das Spiel an sich selber auch. Und Dinner in Paris konnte ich auch schon mal physisch spielen. Ist jetzt auch möglich via Boardgame Arena zu spielen. Ja, Crowdfunding ist dann tatsächlich still ruht der See. Ich habe kein neues spannendes Projekt entdeckt, was aktuell online gegangen ist. Daher der Hinweis auf ein neues Projekt, auch aus dem deutschen Raum, von Dream Games am 26.12., also dem zweiten Weihnachtstag, startet dort ein, sie haben es ausgedrückt, kooperatives Survival-Mystery-Spiel. Und das Ganze soll so eine Mischung aus Seventh Continent, Exit, Time Stories sein, wo man eben halt verschiedene Karten hier eingeblendet auflegt, Rätsel lösen muss, um dann gegebenenfalls weitere Karten zu entdecken. Das Ganze auf einem mystischen Pfad, den man dort beschreiten muss. Wie gesagt, deutsches Unternehmen finde ich immer spannend, wenn da ein neuer, junger Verlag online geht. Und ansonsten könnt ihr gerne noch Plays weiter supporten, das Brettspielcafé aus Frankfurt oder was demnächst in Frankfurt aufmachen wird. Ein Interview werde ich dazu noch demnächst auch hier, also nicht hier auf dem Videokanal, sondern auf dem Blog veröffentlichen.
Da habe ich die beiden nämlich ein paar verschiedene Fragen rund um das Projekt gefragt. Wird hoffentlich zwischen den Tagen online gehen. Ja, Events gibt es aktuell keine. Bei Beeple hat sich noch ein bisschen was getan. Es gibt einen aktuellen Podcast, die Fragestunde, mal reinhören. Und am 25.12. Wird noch ein bisschen sportlich bei mir, weil ich dann noch ein bisschen was spielen, fotografieren und dann auch online setzen will. Wird es die Beeple-Aktion geben, Teil 1. Wir haben uns hier gegenseitig, Spiele, ausgesucht und zugeschickt. Und die werden wir jetzt nun rezensieren und unsere Eindrücke schildern. Bei mir geht es tief in die 80er Jahre zurück, zu MB. Mehr dazu am 25. Und dann sind wir schon beim Ticker. Wie gesagt, heute alles ein bisschen ruhiger. Im Ticker. Ja, wir haben zum einen Dante Invasion of Hell ist angekündigt. Da geht es um ja, die Geschichte von Dante Alighieri mit der Erkundung der Hölle. Wird demnächst auf Gamefound herauskommen. Ist auch eher wieder ein Spiel mit sehr vielen Miniaturen und Figuren, was uns dort erwartet im nächsten Jahr. Ja, Mafia de Cuba. Ich bin ein absoluter Fan des Spiels. Das ist das Ding mit dieser Zigarrenkiste, wo wir eben halt jeder eine bestimmte Rolle haben und ja, Edelsteine klauen oder auch nicht miteinander verdächtigt werden. Finde ich sehr angenehm, wenn man so ein bisschen Trash-Talking am Spieltisch mag. Und das Ganze wird jetzt als Kartenspiel Edition umgesetzt. Auch hier geht es wieder darum, verdeckt Rollen zu nehmen. Und reihum werden dann ja, Spieler verdächtigt. Und wenn jemand zwei Stimmen auf sich vereint, dann fliegt er raus. Und am Ende des Spiels wird halt geguckt, welche Rollen am Ende überlebt haben und welche beiden Teams oder welches das der beiden Teams dann dementsprechend auch das Stärkere war. Also auch hier geht es wieder viel darum, ja, miteinander zu kommunizieren und sich gegenseitig zu verdächtigen. Ich mag solche Spiele, wenn man in der richtigen Runde zusammen ist. HCM hat angekündigt, Next Station Tokyo herauszubringen im Frühjahr. Ich spiele immer noch fleißig online bei Board Game Arena oder auch physisch hier das Next Station London, wirklich eins der gelungenen Flip and Ride Spiele des aktuellen Jahres. Irgendwie bin ich schon gedanklich in 2023, also ja, des aktuellen Jahrgangs. Und ja, das wird auch auf Deutsch dann im Frühjahr bei HCM herauskommen. Dann noch eine Meldung von Cool Me Me or Not. In einer Kooperation wird es Marvel United Multiverse geben. Neue Charaktere von verschiedenen Helden, auch aus Parallelwelten, sollen da herauskommen. Und dann ja, im nächsten Jahr euren Spieltisch bevölkern. Ich bin jetzt ja nicht so ein Marvel-Fan, deswegen ja, bringt mich das jetzt nicht unbedingt so aus dem Häuschen. Aber ich weiß, dass eine Menge von euch da absolut drauf abgehen. Ja, dann Flamecraft haben wir die ganze Zeit darauf gewartet, dass es noch irgendwie unter den Weihnachtsbaum schafft. Hat leider nicht funktioniert. Das Spiel wird erst jetzt im Frühjahr herauskommen, hat Asmodee bekannt gegeben. Da gab es einfach Produktionsprobleme. Das gilt sowohl für die klassische wie auch die Deluxe-Variante. Beides wird bei Asmodee vertrieben. Dafür ist jetzt Andor Ewige Kälte erhältlich. Also das gibt es jetzt schon in Läden. East India Company, auch ganz frisch rausgekommen. Ich habe schon die erste Partie spielen können, hat mir ganz gut gefallen. Wirklich thematisch schön verzahntes Spiel von Huch. Horus ist der Kickstarter jetzt ausgeliefert worden und Anfang Januar wird dann auch Board Game Circus die Spiele herausgeben. Tokaido Duo und Namiji ist von Pegasus jetzt ganz frisch noch auf den Markt gebracht worden. Namiji, so ein bisschen der gedankliche Nachfolger von Tokaido und Tokaido Duo, bin ich sehr gespannt drauf, ist im Anmarsch hier ins Haus, eben halt die Zwei-Personen-Spieler-Umsetzung. Da bin ich sehr neugierig. Auch bei Funtails gibt es das Karal jetzt, war ja auch ein Kickstarter mit dem Pyramidenbau in der Maya-Welt, konnte ich ja damals als Preview-Exemplar mir schon mal in Ruhe angucken. Ja, das zumindest aus den Brettspielläden. Da habt ihr vielleicht dann nochmal Möglichkeit, sollte unter dem Weihnachtsbaum vielleicht auch ein paar Euros landen, nochmal zuzuschlagen und euch mit Spielen einzudecken.
Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle noch zwei Sachen. Einmal gerne dem Kanal weiter folgen und daran denken, für Woodcraft wird es wohl rund um Weihnachten, also gestern war es noch nicht online, eine Print-and-Play-Variante geben. Hatte ich letzte Woche schon mal darauf hingewiesen. Also wenn ihr da zu Weihnachten Langeweile habt und irgendwo was solo vielleicht ausprobieren wollt oder mit eurem Partner, Partnerin, Freund, Freundin, wie auch immer. Dann sollte das morgen oder übermorgen auf Board Game Geek online gestellt sein zum Download und dann gibt es dort eine Woodcraft Print and Play Roll and Write Variante. Ich bin mal sehr gespannt, wie diese Umsetzung ist, ob es thematisch genauso gut gelungen ist wie Woodcraft und ob man das Spielgefühl da aus dem Basisspiel dann auch dort wiederseht. Ja. Für alle, die jetzt beim Adventskalender nicht mitmachen, wünsche ich eine ganz tolle Weihnachtszeit, also vor allen Dingen Heiligabend und die nächsten 2 Tage dann. Für alle, die mich morgen nochmal sehen, kriegen die Weihnachtsgrüße dann im Rahmen des Adventskalenders. Also alles Gute euch, nutzt die Zeit, kommt ein bisschen zur Ruhe, fahrt, ja, ich sag mal, einen etwas kleineren Gang an all diejenigen, die von euch. Ja, leider Heiligabend und an den ersten beiden Tagen arbeiten müssen. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich, aber auch das muss eben halt weiterlaufen in verschiedenen Funktionen, sei es im Krankenhaus, Polizei oder wen ich auch jetzt gerade da immer vergessen habe, Feuerwehrbereitschaft. Es gibt viele, viele Helfer und Helferinnen, ohne die unser Leben eben halt nicht funktionieren würde und das vergisst man relativ schnell. An Weihnachten, wo man dann eben halt unter dem Baum sitzt, während andere ja im Schichtdienst unterwegs sind und dort ja Service an uns oder an unseren bei unseren Verwandten etc. Verbringen. Also auch da nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an euch und ich wünsche euch nichtsdestotrotz allen eine schöne Weihnachtszeit, genießt die Tage, spielt viel, wie gesagt, kommt ein bisschen zur Ruhe. Und wir hören uns dann wahrscheinlich am Dienstag schon in der Kolumne oder aber morgen im Adventskalender. Und in der nächsten Woche nehme ich auch mit Carina noch eine Monatsbox auf. Also auch die wird irgendwie noch vor Jahresende online gehen. Bis dann. Tschüss, euer Christoph.